Die wollten natürlich, dass ich anfange zu heulen und mich in die Ecke setze oder am besten sofort die Party verlasse. Das war der Plan von den Schlampen. Und habe ich nicht gemacht. Jetzt ist für mich klar, ich muss lernen, mich zu verteidigen. Wenn mich demnächst jemand körperlich angreift, dann möchte ich mich richtig wehren können. Und ich möchte dann auch zuschlagen können. Bei dir ist es Emil. Ich schlag gar nicht mit links. Doch, aber überwiegend mit der Türhand. Und damit tötest du. Ah. Rechts, rechts, links. Genau, rechts, rechts, links. So. Wenn das nächste Mal jemand auf mich zukommt, dann gehe ich schräg vorbei und dann aus dem Nichts kommt meine Linke. Jawohl, aber richtig explosiv. Und nochmal. Wie hat dich denn diejenige angegriffen? Wie hat die denn ein bisschen vorgegangen? Sie kam angelaufen, ich stehe da. Ja. Sie kommt an, pöbelt mich an, hat hier das Glas. Ja. Und schüttet es mir so ins Gesicht. Ja. Du gehst hier zur Seite. Ja. Das haben wir schon mal gehabt. Ja. Und schlägst mich mit der Hand hier raus. Dann habe ich den Weg frei zu schlagen. Mhm. Ja? Wunderbar. Und hier. Oh. Super. Ja, dann bin ich gekommen worden. Sehr gut. Ich werde dabei bleiben. Ich werde vielleicht sogar Profiboxerin. Deine Beinarbeit war wahnsinnig. Du bist auch schön zur Seite ausgewichen. Wie eine Katze zur Seite und dann hast du zurückgeschlagen. Also war einfach mega geil. Mit dem Wissen von heute würde ich natürlich jetzt ganz anders in die Situation reingehen, wenn ich jetzt auf Mallorca auf der Party wieder angegriffen werden würde. Ich hätte keine Angst. Ich würde, sie kommt, ich würde das genau so machen. Und ich würde ihr dann natürlich auch ins Gesicht schlagen, wenn ich es dann machen muss. Es ist ja Notwehr.